Willkommen zurück zu Let's Play Horizon. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's auch endlich. Tut mir leid, dass ihr mal ein paar Minuten oder ein paar Tage auf das nächste Video warten musstet. Aber ich musste leider, was heißt leider? Ich hatte Besuch bekommen und ja, auf jeden Fall konnte ich dann nicht mehr großartig weitermachen. Meine Stromrechnung wird sich freuen. Die PlayStation war eine Woche lang an. Und jetzt wollen wir natürlich auch wieder loslegen. Sieht eher wie ein Militärlager aus. Ich wette, dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Ja, ganz bestimmt. So, wir sollen hier nämlich einen Zwischenstand liefern. Es ist ein schwerer Schlag für den Stamm. Reden wir erstmal mit den Leuten. Hier gibt es ganz, ganz viele Quests, die wir annehmen können. Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Ja. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Okay, ich möchte mehr über die Brutstätte wissen. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen. Nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Jo, hast du? Ist mir egal. So, dann wollen wir auch gleich die nächste Quest annehmen. Schon total durchnässt. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Ja. Schlimmeres als den Tod? Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Mhm. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung. Und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Okay. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann.
Gut. Wieder eine Quest. Da oben ist noch eine. Boah, das sind so viele. Sehr geil. Gib mir Crash, Crash, Crash. Oh, ich habe hier ein Lagerfeuer. Kann ich auch endlich mal abspeichern. Das habe ich nämlich auch noch nicht getan. Wo ist denn das Lagerfeuer? Da ist ein Lagerfeuer. Ach, da oben ist auch noch ein Lagerfeuer. Hier oben haben wir irgendwas. Ach, da ist das Lagerfeuer. Okay, das ist genau da, wo unsere Quest hinführt. Egal, wir wollen erstmal die anderen Quests annehmen. Schönen guten Tag. Hallo. Ach, da steht jemand. Im Dunkeln. Kriegerin. Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber. Hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Schön. Wir suchen jetzt den einen Ring, der aus den Feuer eines Mundes gerettet wurde oder so. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut. Wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe schon Lanzenhörner gejagt. Ich habe bestimmt, was du suchst. Wundert mich nicht. Aber vielen Dank. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Schön, klar, mache ich. Gar kein Thema. Warum sollte ich das auch nicht tun? Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Ein paar Sonnen? Nee, ich glaube, ich habe nur Halbmonde oder sowas. Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal. Aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kater. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Schön, sollte er auch. Wir haben immer ein ganzes Lager ausgeräuchert. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit drei verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Yep. Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Okay, das nenne ich mal sehr starkes Ego. Dann wollen wir hier jetzt auch mal weitermachen. Warte mal, das war ein... Achso, nee, das ist ein Händler hier. Können wir gucken. Du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Schauen wir mal. Fällt dir was davon? Natürlich. Was haben wir denn hier Schönes? Outfits.
Jetzt können wir mal schauen. Bannung Eisjägerin. Gibt ein bisschen Rüstung. Wir wollen uns hier mal ein bisschen umgucken. Irgendwas, was ein bisschen mehr Rüstung oder so gibt. Oder vielleicht auch gar nicht mal Rohstoffe. Verkaufen wir mal ein bisschen was. Können wir denn überhaupt was verkaufen? Ja, wir haben ja jetzt hier auf 50 aufgerüstet. Dann können wir auch hier mal schauen. Wir haben 50 davon. Wir verkaufen mal die Hälfte. Klack. So, es gibt ein bisschen mehr Kohle. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Haben wir noch irgendwas, wovon wir 50 haben? Tatsache, wir haben noch mehr. I don't get it. Also, 25, nee, 21 könnte man noch verkaufen. Seltsam. Also irgendwie ist das ein bisschen seltsam hier. Mit der Kapazität und dem ganzen Gedöns. Aber gut, eigentlich. Jetzt haben wir noch 33. Irgendwie finde ich diese Rechnung hier ein bisschen seltsam. So, 20, schon besser. Jetzt können wir hier eigentlich auch mal auf 20 reduzieren. Glock. So. Jetzt haben wir hier Zünder. 100. Ah, okay, alles klar. Wir haben davon so viele, dass wir davon ziemlich viele haben. Und will ich davon auch nochmal 50 verticken. Klack. So, wir kriegen hier immer mehr Kohle zusammen. Das finde ich supi. Was haben wir hier? Metallband. Man kann nämlich auch mehr tragen. Das ist schon ziemlich cool. So. Danke. Tja, das reicht schon. Los. Gute Geschäfte noch. Wir wollen jetzt nochmal ein bisschen die Wär schön. Hauptquest weitermachen. Die geht nämlich da drüben weiter. Wir hätten hier doch eigentlich irgendwo auch eine Feuerstelle. Ach, da ist er ja. Super, das wollte man nämlich auch mal eben machen. Einmal kurz abspeichern. Da sieht man mal, wie lange auch schon unser Computer, unsere PS4 an war. Wenn man dann nochmal hier manuelle Speicherung. 181 Stunden, so lange habe ich gar nicht gespielt. Die war die ganze Zeit nur an. Hier ist sie, die Heldin von Teufelsleid. Yay! Komm her, Mädchen. Ich will dich kennenlernen. Okay, sehr gerne, ich dich auch. Du? Bist also Aloy. Der Kriegstrupp hat von dir erzählt. Die Heldin von Teufelsleid. Nur eine von ihnen. Ich kämpfte nicht allein. Bist du Maria? Val sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung. Aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Das klingt jetzt mal echt gut. Das Kaja-Fort, reden wir mal davon. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Wie schlimm ist die Verderbnis schon?
Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mit Sonas Hilfe. Obwohl sie Ruhe brauchte. Das wird sie keinesfalls einsehen. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Super, dann wollen wir mal weiter. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Das hoffe ich auch. So, wir haben jetzt ganz, ganz viele Sachen, die wir machen können. Ich glaube, wir fangen mal... Womit fangen wir denn an? Wir fangen auf jeden Fall mal mit ein paar Nebenquests an. Aufträge hier. Vorratsengpässe. Fangen wir mal damit an. Ne, wir nehmen erstmal das, was am nächsten dran ist. Jagdglück. So. Dafür müssen wir hier rüber. Finde Times Ring. Sammle 4 Eberhäute. Das klingt gut. Das machen wir. So, Moment. Achso, nee, das ist mein Freund hier, den nehme ich mit. Hopp. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, wo. Okay, das nimmt sich ja eigentlich nichts, ob wir da lang oder da lang gehen. Aber können wir damit durchs Dorf? Schnee und Nebel, weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Puh, dann halt nicht. Okay, dann geht's da lang. Und ab geht's. Zum Glück dauert das nicht so lang. Wir müssen aber auch nebenbei aufpassen, weil hier liefen ziemlich große Maschinen durch die Gegend. Und da meine ich hier nicht nur die Graser, die hier gerade am Rand stehen, sondern ich meine noch viel, viel Größeres, viel, viel Krasseres. Okay, zum Glück wird es Tag, das ist gut. Am Tag sehen wir auch ein bisschen mehr. So, als allererstes wollen wir da entlang. Oh fuck. Gerade noch davon geredet. Fuck. Oh shit. Boah, da hinten läuft ein Sägezahn rum. Schnell weg hier. Boah, mieses Ding. Wo habe ich denn jetzt auf einmal meine Lebenspunkte hin? Weia. Das meinte ich nämlich. Da läuft nämlich etwas richtig Fettes rum. Läuferareal. Ich glaube, wir werden... mal einen kleinen Umweg gehen. Wir werden hier entlang wandern. Und dann dort hoch zu den Ebern. Weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe,
so einem ollen Sägezahn über den Weg zu laufen. Was ist das denn da? Graser, okay, Graser sind nicht relevant. Moment. Wir. Ach komm schon. Du willst das jetzt auf die Art und Weise, alles klar. So, wenn du der Meinung bist, hier einen auf dicke Hose machen zu müssen, dann musst du auch damit rechnen, einfach mal tierisch aufs Maul zu bekommen. Und ich nehme den Kram dann einfach mit. Oh. Ah, super. Das hat ihn mal voll erschreckt. Das finde ich gut. Dabei wollte ich das gar nicht. So, hiervon wollen wir noch mal ein bisschen was erstellen. Hiervon am besten auch gleich mal. Wir müssen mal gucken. Davon können wir auch wieder ein bisschen was. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn ich mal hier noch ein paar Viecher besiege. Aber egal, wir wollen wie gesagt in diese Richtung. Ey, komm mir nicht so. So will ich das nämlich gar nicht. So, hier müsste gleich eigentlich die Ansage kommen, dass wir hier hochlaufen oder so. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir wollen ja einen Umweg gehen. Weil irgendwie habe ich nämlich überhaupt keinen Bedarf auf die Sägezähne. No need, meine Herren und Damen. Das hat einmal ganz gut funktioniert, aber es lag wahrscheinlich daran, weil dieser Sägezahn gefühlt 500 Stufen unter uns war. So, wir sind jetzt an dem Jagdgebiet, wo wir hin wollten. Das ist gut. Da sind die Grase. Wollen wir mal schauen. Oh, da sind die Eber. Sehr gut. Oh, oh. Ich höre noch das Stampfen. Müssen wir auch unbedingt aufpassen. So, wo haben wir denn die Ferkelchen? Okay, ich habe die jetzt echt ganz effizient verscheucht. Oh shit. Was für eine Stufe hat denn der? Stufe 15. Schwäche Feuer? Ach, komm, vielleicht könnte man sie überbrücken. Aber wo kann ich das lernen? Na, das ist eine Schwierigkeit. Ich glaube, ich wechsle mal auf Feuer. Okay, passiert nichts. Da drüben haben wir einen Keiler. Das ist schon mal ganz praktisch. Boah. Mal, welche Richtung geht denn der? Da drüben ist mein Freund. Das ist gut. Und weiter huschen. Oh. Wir haben die Route gefunden, die der Sägezahn läuft. Sie fragen, wo er da gerade rumstapft. Okay, praktisch war es nicht. Hat nicht so viel gebracht. Ich bin mehr als bereit für dich. Und ab ins Dunkel.
Oh, fuck. Wie der hier gleich Wind bekommt von dem Ganzen. So. Du gehörst mir. Genau. Ich bin längst weg. Oh ja. Treffen wir gegenseitig an. Das finde ich super. Sollen wir mal machen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ey, Pumpe drückt. So, wir prüfen nochmal schnell die Umgebung. Da hinten sind Keiler. Sind noch irgendwelche Keiler gerade an? Start. Da haben wir Läufer. Okay. Sieht gut aus. Dann wollen wir uns mal weiter um die Keiler kümmern. Da ist einer. Das ist gut. Ich mache jetzt mal ganz easy going hier. Ach, fuck. Oder auch nicht. Sehen wir den Sägezahn hier gerade rumgeistern? Nein. Dann können wir uns jetzt endlich mal um die Keiler kümmern. Denn mehr wollten wir ja auch die ganze Zeit nicht. Und Keiler Nummer 1. So, da ist der nächste. Wow. Ich höre ihn schon wieder. Auf Entfernung. Aber wir haben da hinten den nächsten Keiler. Jag, 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 jag. Fuck, 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 fuck. Graser und so. Uncool. Okay, ich glaube, der Trick wäre gewesen, einfach mal... Oh oh. Das sieht nach dem Sägezahn da drüben aus. Ah nee, Quatsch, das ist unser Freund. So, wo sind die Keiler? Da ist einer. Und da ist der besagte Sägezahn. Oh, das ist gut. Gut, der Sägezahn wird ignoriert. Das ist perfekt. Oder ignoriert uns besser gesagt. So, haben wir hier sonst noch irgendwo einen Keiler? Da ist noch einer. Den nehmen wir dann auch gleich mit. Noch mehr Regen. Meine Stiefel werden ganz nass. Zack, nächster Wildtierkill. Das funktioniert mit dem Scharfschützenbogen um einiges besser. Das hätte man schon vorher wissen müssen. So, jetzt brauchen wir noch den Ring und noch einen Eber. Ah, da drüben haben wir gleich welche. Hinter dem Hügel.
hinter dem Gras. Und buff, hab dich. So, jetzt ist nur die Frage, wo wir den Ring finden. Achso, der ist hier. Ah, das ist super. Dann wollen wir mal hoffen, dass ich da ankomme, ohne dass ich gleich dicke Probleme bekomme mit dem Sägezahn. Wir versuchen es ganz einfach erstmal. Okay, da haben wir einen, der Graser. Das machen wir noch alles in dieser Folge hier. Ich sehe jetzt einen Sägezahn nicht. Irgendwie. So, was müssen wir? Da lang müssen wir, ne? Nach Osten, nach Nordwesten. Super, dann ist das tatsächlich unser Ziel hier. Aus Versehen den Gegner geklettert. Hier über die Furt. Runter. Runter habe ich gesagt. Mensch. Doofes Viech. Untersucht das Gebiet. Irgendwo hier muss jetzt der Ring sein. Schau mal eben kurz. Okay, das ist okay. Never. Boing. Ich hoffe, dass da jetzt nichts Größeres angetrappt kommt. Ah, genau, ich kann nach Spuren gucken. Was war denn das hier? Hier konnte man noch gerade eben irgendwie untersuchen oder irgendwas. Sie erzählt auch gerade von Tein und ein Wildschwein. Ah, super. Und dann machen wir doch mal einen ganz kurz kleinen Cut. Bis gleich.